waren ja jetzt 3 Tage in Yokohama, in unserem Hotel. Hier hat uns gut gefallen. Aber jetzt geht es weiter mit dem Shinkansen nach Osaka. Wir haben noch gar keine Sitzplatzreservierung gemacht. Für den JR-Pass kann man das kostenlos machen. Hoffentlich kriegen wir gleich noch einen guten Platz dann an der Seite des Fujis am Fenster, also dass wir dann rechts, Richtung rechts sitzen. Das wäre cool. Und dann sehen wir uns gleich in Osaka wieder. Das waren ja jetzt 3 Hotelübernachtungen in Yokohama. Wir haben die Aufteilung unserer Reise so geplant, dass wir zunächst 3 Tage in Yokohama verbringen, anschließend nach Osaka runterdüsen und dann wieder zurück in Richtung Norden nach Tokio. Was wir in Yokohama erlebt haben, könnt ihr also bereits jetzt auf YouTube nachschauen, wenn ihr meinem Channel bisher nicht verfolgt habt. Warum wir unsere Reise in Yokohama gestartet haben? Wir sind in Tokio gelandet und wollten aber in Tokio auch abschließen. Da sind wir zunächst nach Yokohama gestartet. Dann haben wir einen 7-Tage Japan Rail Pass gekauft. Wir mussten also diese Tage so planen, dass die Hin- und Rückfahrt nach Osaka in diesem Zeitraum passt. Übrigens, so intensiv wird man eigentlich nicht kontrolliert. Meistens ist es doch nur eher ein flüchtiger Blick. Habt ihr den Pass, könnt ihr auch andere, ganz normale Bahnen oft nutzen, dann aber jedes Mal den Pass und gegebenenfalls auch den Reisepass bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin vorzeigen. Das mit dem Railpass ist total gut und praktisch für Touristen. Natürlich ist das Schnellzuggefahre auch in Japan nicht wirklich billig, aber mit diesem Pass bezahlt man in Anführungszeichen nur aktuell 239 € pro Person und hat dann aber auch eine Flatrate. Ihr solltet euch wirklich ausrechnen, ob ein solcher Pass in Frage kommt. Bei einer anderen Japan-Reise hatten wir mal einen Gabelflug von Deutschland nach Osaka und zurück ging es dann ab Tokio. Wir mussten also nur ein One-Way-Shinkansen-Ticket kaufen. Das lag dann nur bei ca. 130 €, also weitaus günstiger als ein Railpass. Die Shinkansen-Bahnsteige sind abgegrenzt von anderen Gleisen und mit dem Japan Railpass muss man sich dann trotzdem ein Ticket an einem Schalter abholen. Da bekommt man dann auch direkt eine Sitzplatzreservierung, der will schon 3 Stunden stehen. Aber gut, so übervoll habe ich die Züge bisher nie gesehen. Aber natürlich könnt ihr den Pass auch für Bahnfahrten in umliegende Gebiete nutzen, für Tagesausflüge oder sogar noch weiter damit fahren. Ihr begleitet uns in dieser Videoreihe dann auch noch nach Hiroshima und nach Kyoto beispielsweise. Irgendwie gehört zum Shinkansen-Fahren eine schöne Bento-Box dazu. Kriegt ihr in jedem Konbini oder auch direkt am Bahnsteig für alle Kurzentschlossenen. Darin sind dann kalte Speisen, Reis, Sushi, Fleisch und so. Und diese werden dann immer in so speziellen Kästchen serviert. Los, der Zug kommt, schnell, schnell, schnell. Und gut, dass wir eine Sitzplatzreservierung haben, denn die 2er-Reihen in Blickrichtung zum Mount Fuji sind schon fast alle belegt. Keine Ahnung, einfach überall. Meinst du, es ist richtig fischig? Ah, da unten drunter ist dann noch Eis. Aha, und du hast es eher die Chicken-Variante. Aber natürlich ist es heute super diesig, die Sicht ist nicht gut, nix mit Fuji. Endlich sind wir in Dendentown angekommen, woo! Unser Hotel liegt wirklich genau in Dendentown, also für uns ist die Lage wirklich perfekt. Kurz die Koffer weggebracht und auf ins Getümmel. Wobei Dendentown im Gegensatz zu Akihabara recht unspektakulär wirkt. Hier sind wir an der Hauptstraße und es ist nicht gerade wirklich viel los, aber in den Gassen und Geschäften gibt es trotzdem ein Riesenangebot an Figuren und Anime-Merch. So, wir gehen jetzt in Dendentown, in den ersten Laden und das fängt gleich hier an mit so einem Geschäft, wo gebrauchte Sachen verkauft werden in so Glaskästen. Sehr, sehr typisch. Also man kann sich dann
eins anmieten. Und wenn man dann hier rumläuft und als Kunde und Interesse hat, kann man sich dann hier die Nummer notieren und an den Artikeln selbst ist dann auch meistens eine Nummer. Das gibt man dann dem Verkäufer und der gibt einem dann die Ware. Hier beispielsweise schon sehr schöne Sakuras, eine ganze Sammlung. Manchmal ist das wirklich nach Themen dann sortiert, aber wie ich finde auch teilweise irgendwie zu teuer. Die mit dem Pferd, die fand ich ganz cool und die habe ich im letzten Urlaub, glaube ich, irgendwo mal für 500 gesehen. Also ganz günstig und hier kostet die fast 40 Euro mehr. Da hinten ist was von Kiki, aber leider sehr teuer. Das kann ich mir leider gerade nicht leisten, 190 Euro fast. Was haben wir hier noch? Eine kleine Sakura, die haben wir letztes Mal in einem Arcade gewonnen. Da hat gerade jemand, glaube ich, seine Box aufgefüllt und ich bin total im Weg gelaufen. Oh, die hatten wir mal in der Neon-Box, stimmt. 118. Das ist ja nicht fair hier, der Preis. Das muss man ja mal ehrlich sagen. Auch diese hier, die das lassen sich importiert ja sogar günstiger kriegen. Also ihr müsst echt aufpassen, wenn ihr hier seid. Nicht direkt das Erstbeste nehmen, ist einfach ganz, ganz wichtig, wenn ihr ein paar mehr Figuren zumindest erschoppen wollt. Den habe ich gerade noch gefilmt. Den habe ich da vorne nebenan in der Gachapon-Kugel. Die sind auch cool. Und die Gachapon-Kugel kostet 300 Yen. Gar keinen Fall für den Preis. Nee, das ist hier bestimmt extra für Touristen, die sich nicht auskennen, gedacht. Ja. Ja, und hier ist jetzt auch schon der nächste Laden, also es geht hier jetzt so angereiht weiter. Auch wieder mit diesen Glaskästen. Diese Sakura Miku gibt es in Läden in Deutschland für so 30, 40 Euro, in diesem Laden für 50 Euro. Also wenn die Importpreise niedriger sind als ein Laden in Japan, dann ist es auf jeden Fall überteuert. Und hier ist ein Totoro für 9.800 Yen. Schöne Figuren, aber leider viel zu teuer. Dann geht's erstmal weiter. Hier haben wir jetzt mal einen Arcade, der glaube ich zumindest von keiner Kette ist. Game Center. Irgendwas. Und wir wollen jetzt mal vergleichen, ob das irgendwie anders ist, als wenn man in Adoris oder in der Taito Game Station ist. Testen hier direkt mal was aus. Ich höre schon das Geld klimpern. Okay, das ist, sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Ich, so einfach aus. Finde auch. Sieht einfach aus, aber man weiß ja nie. Manchmal ruckeln die Automaten auch doll oder so. Aber ich möchte auch wohl gerne probieren. Beide reintun, jeder drei. Wie ist fünf? Nee, das ist zu viel, oder? Jeder drei. Ich bin da schlecht drin, was weißt du doch. Okay, ich muss den ersten nehmen, sonst bin ich zu hoch, glaube ich. Aber vielleicht auch nicht. Soll ich rennen oder ran? Nein, das war viel zu wenig. Ich bin echt schlecht in dem Spiel. Ich probier's jetzt. Möchtest du da fünf reintun? Ja. Oh. Ist da ein runtergegangen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Okay, wir haben noch fünf Versuche. Hier ist es so schön ruhig im Gegensatz zu sonst, weil wir hier noch an der Straße sind. Nice! Was ist denn das eigentlich? Weiß ich nicht. Sieht aber süß aus. Ich hoffe, einmal reicht, aber das war schon super. Doch, ah, nee. Man muss aber auch genau treffen, sonst. Nice! Zu hoch. Wie? Ach so. Zu hoch. Der letzte Versuch.
Oh nein! Oh! Den kennen wir doch! Den gab es auch in der Neonbox. Vor kurzem. Das ist witzig, wenn man die Sachen dann hier wiederfindet. Der ist ja gar nicht so klein, der Arcade hier. Ganz schön viel Auswahl auch. Okay, was wäre hier? Okay, hier kann man sich für 2000 Yen eine Kapsel kaufen und kriegt dann hieraus vielleicht irgendwas. Ich weiß nicht, ob man einen sicheren Gewinn hat. Dann wäre es ja vielleicht gar nicht so schlecht, aber vermutlich nicht. Jetzt wird erstmal Geld gewechselt. Oh, will er den Schein nicht? Very easy. Ja, ja. Mal gucken, ob es very easy ist. Oh, 500 Yen, ein Play. Shit. Kann man noch drücken? Nein, die 100 eingeworfenen Yen gab es natürlich nicht zurück. Das sind hier auch irgendwie komische Varianten, finde ich. Ganz merkwürdig hier. Alles auch so ein bisschen dreckig, finde ich. Guck mal, der hier kostet nur 100 Yen. Oh, die alle hier unten. Und? Wir haben die, yeah, die ihre Haare so, Hände so lustig hochzieht. Nice. Oh, was ist hier? Hier ist aber eine Lotterie. Ist nur die Frage, wie viel noch da ist von den Gewinnen. Aber da können wir mal schauen. Gibt es lustige Souvenirs für Otakus. Und zwar ist das bestimmt Alkohol. Hier zum Beispiel. Sehr cool. Vielleicht auch ein cooles mitbringen will. Und hier ist auch cool. Hier gibt es Ghibli Comics zu kaufen. Schauen wir mal hier zum Beispiel. Von Spirited Away. Sieht erstmal fast aus, als wenn das auf Englisch ist. Aber ich glaube irgendwie nicht. Und noch ein Uno und ein paar Karten. Und auch noch Soundtracks. Oh, und es gibt wieder super viel Schnickschnack, Comics und hier wahrscheinlich so Sammelmappen. Wir wollten jetzt mal weg von der Hauptstraße, weil da hat es uns bisher jetzt noch nicht so gut gefallen. Und jetzt gehen wir ins Getümmel. Hier ist wieder so ein unbekanntes Game Center, also nicht von irgendwie Sega. Deswegen hatten wir gerade schon schlechte Erfahrungen gemacht. Wir können ja mal reinluschern. Es sind auf jeden Fall Leute drin. Aber irgendwie habe ich immer nur so ein schlechtes Gefühl dabei. Ich weiß auch nicht. Ist wahrscheinlich Quatsch. Aber irgendwie ist das so. Okay, der Mann hat uns so nett begrüßt. Jetzt sind wir doch mal reingegangen. Wir können ja mal schauen. Hier sind auf jeden Fall die Spieler manchmal noch ein bisschen kreativer. Andere Ideen. Hier zum Beispiel, das sieht ja witzig aus. Hier haben wir jetzt irgendwie so einen kleinen Secret Store entdeckt, weil der hier so ganz alleine irgendwie ist. Können wir mal reinschauen. Vielleicht ist das ja was. Der ist noch ein bisschen abseits hier gerade. Hier gibt es auf jeden Fall auch viele Figuren. Da wird gleich mal nochmal im Detail geguckt auf jeden Fall. Tasche. Für 1000 haben wir die noch nicht gesehen. Ich glaube auch. Könnten wir uns im Hinterkopf malen. Hier ist, oh, hier guck mal. Dark Angel Mikro. Für? 1000. Das ist auch gut. Ach, die haben wir schon. Hier haben wir diese mysteriösen Gachapon-Automaten mit schwarzem Cover. Instagram nice item. Ja, ja. Instagram nice item. Und hier so ein alter Arcade einfach zwischendrin.
Bechertasse oder ein Klebeband? Nogura, Schalldämpferhandtuch. Oder ein Schalldämpferhandtuch. Das ist Kapitel 2. Also entweder ein T-Shirt, ein Tape, ein Handtuch. Gleicher Reis. Madri-Schalldämpfer. Zweite Klasse Madoka. Okay, wissen wir Bescheid. Manchmal sieht der Eingang auch irgendwie ein bisschen schlicht aus und unauffällig. Aber da oben ist noch irgendwas. Also einfach mal mutig sein und reingehen. Auch wenn man es nicht auf den ersten Blick direkt erkennt. Oh. Überraschung, ein weiterer Laden mit ganz viel Krimskrams. Ob hier wohl ein Stäbchen bei ist? ¥500. Das ist doch schon mal ein schöner Preis. Oh mein Gott, das ist so süß mit dem Onigiri. School Island Project. Eine Überraschungsbox. Das hört sich interessant an. Eine halbe Überraschungsbox, man weiß schon die Überraschung. So süß. Für nur ¥110. Oh. Oh, noch was. Oh, ist das kaputt oder? Da ist ein Hase bei. Da ist ein kleiner Hase bei. Oh mein Gott. Die sind cute. Da hinten steht schon die Asna, die ich auf jeden Fall auch haben möchte. Mit dem Regenschirm. ¥700. Nicer Price. Ich habe gerade diese Chica gesehen für ¥220. Den Fehler gesucht, aber da gefunden. Oh mein Gott, sind das viele Bands. Alle für 1 €. Es gibt sehr viele Card-Game-Läden, wobei wir von diesen Spielen absolut gar keine Ahnung haben. Teilweise sind die aber einfach hübsch anzusehen. Oh. Glitzernd schön. Könnte man zum Basteln zum Beispiel gut nehmen. 10 Cent. 10 Cent? Mhm. Mm. Big Sauce. Mhm. Wie heißen die hier oben? Wie? Weiß-Schwarz. Wie heißt die nochmal? Die eine da? Schmerzkarte. Genau. Aber in den Läden gibt es dann immer so tolle Unterlagen. Wir haben uns einfach 2 als Mauspad gekauft. Jetzt kommt einer meiner Lieblingsbereiche und zwar sind wir in einem Shop mit so viel Merchandise von Studio Ghibli. Richtig schick sind hier auch diese Bilderrahmen aus Pappe mit allen möglichen Motiven und richtig hochwertig verarbeitet, dafür, dass es ja eigentlich nur Pappe ist.
Jetzt fahren wir hoch zu Lashinbang, einer Ladenkette, die es öfters gibt in Japan. Hier findet man CDs, Mangas und Figuren, wie diese schöne Kizuna AI. Und natürlich auch wieder ganz, ganz viel Kleinkram. Man kann sich einfach Stunden hier aufhalten, wenn man alle Kleinteile durchgucken will. Man fragt sich einfach, wie viele Menschen muss es hier eigentlich geben, damit dieser Kram hier alle gekauft wird? Das ist schon ganz witzig. Ich hab nochmal ihre Seite. Ganz, ganz oben in den Regalen stehen manchmal so riesige Kartons mit riesigen Figuren. Ach ja, und Figuren von Hatsune Miku liebe ich ja besonders. Und da habe ich Glück, weil die fast in jedem Otaku-Laden zu finden ist. Viele Figuren gibt es von der Firma Good Smile, einer der größten Hersteller von Figuren und anderen Merchandise-Artikeln von in Japan bekannte Anime, Manga und Videospiele. So, und plötzlich steht man dann im Magical Girl Paradies mit ganz vielen süßen Sammelmappen. Ich muss sagen, dass ich auch nur die Bekannten kenne, also sagt mir auch einiges gar nichts. Aber Cardcaptor Sakura auf jeden Fall. Daher schaue ich gern nach Merch von ihr. Diese Tücher übrigens verwende ich immer gern als Putzlappen für die Küche. Und auch hier hängen wieder viel Kleinkram an den Wänden. Das sind dann gebrauchte Sachen ohne OVP. Hier ist es super voll gepackt. Oh Mann, oh Mann. Arcades haben aber immer super lange auf, da wird einem einfach nicht langweilig. Ein bisschen Spaß zwischendurch. Ah, du hast mir hier runtergedrückt. Ja. Oh, man! Oh, der kriegt bestimmt gar keinen. Oh, oh. Oh man! Ja, ja. Yay, nochmal. Du machst wieder deinen Trick. Ah, dafür haben wir jetzt keinen gekriegt. Hätte sie hinten nochmal schnell hingemusst. Nee, yeah, die ist cool. Mhm. In Arcades gibt es ja nicht nur diese UFO-Catcher und Gewinnautomaten, sondern insbesondere dann auch was zum Zocken. Diese Automaten sind dabei besonders witzig, da man mit einem riesigen Bildschirm, Waffen in der Hand, wackelnden Sitzen und teilweise auch in 3D das volle Spielerlebnis kriegt, gerade beim Horrorspiel super zu empfehlen. In großen Arcades gibt es dann auch noch das hier, Kurikura. Das sind Fotoautomaten, die besonders japanische Mädels anlocken. Manchmal stehen viele Krüppchen über Schlange und warten auf eine frei werdende Box. Die Automaten legen dann derbe Filter über ein und nach der Foto-Action hat man dann ein paar Minuten Zeit, um seine Bilder dann zu verzieren. Das Coole ist, dass man die Bilder dann sofort ausgedruckt bekommt und damit auch ein wirklich lustiges Andenken hat. Ist aber eigentlich gar nicht schlecht. Wenn er den jetzt nach vorne macht. Hey, nein, und den auch noch. Komm schon. Ah. Das war gar nicht schlecht. Ja, cool. Und du hast aus Versehen gewonnen. So lieben wir das. Hat er den nicht nach links geschleudert? Hier in Denden Town ist auf jeden Fall so, dass es noch ganz viele Arcades gibt, die nicht zu einer großen Kette gehören, ist mir aufgefallen. Und in Yokohama und Tokio gibt es das, glaube ich, wirklich nicht mehr so häufig, dass es hier so kleine Läden gibt. Unser erstes Tonkatsu in diesem Urlaub.
Oftmals ist das Bestellen an Automaten erwünscht, am Touchpad auswählen, Geld einwerfen und den kleinen Zettel, den man dann erhält, über die Theke an einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin reichen. Paniert, frittiert bis knusprig und goldbraun, dann mit einer süßen und pikanten Soße beträufelt oder als Version mit braunem Curry dazu. Und wie schmeckt deins? Scharf? Nee? Ich finde meinen sauscharf. Ja, und wie ihr jetzt gesehen habt, war das ein echt ganz toller Tag 4, aber auch lang. Und ich habe noch ein kleines Add-on vor für alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Und zwar werde ich dann in Kürze, also ganz bald, noch ein kleines Video hochladen, wo dann nochmal mein Haul von dem ganzen Tag gezeigt wird. Und es wird auch noch ein bisschen gezockt in den Arcades. Bis zum nächsten Video dann. Tschüss!